Hallöchen, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Unity. Wir machen jetzt hier weiter, wo wir aufgehört haben beim letzten Mal. Und ja, wir haben jetzt hier oben einmal unser nächstes Ziel, was wir eliminieren müssen. Erstmal müssen wir aber jetzt hier rein in dieses Gebäude. Na, Lasst kann ich mich hier zurück! rein? Lasst mich hier! Wow, Erwischt wir haben mich, dort eure jemanden Richter! aus dem Fenster geschmissen. Oh, hinter mir! Aufpassen! Jawohl! Und auf jeden Fall vielen Dank an alle, die das Projekt immer noch unterstützen, die immer noch am Start sind hier bei jeder Folge. Danke an der Stelle auf jeden Fall. Ich bin auch momentan bereits am Überlegen, ob ich noch Assassin's Creed Syndicate hier danach bringe, aber mal sehen. Da müssen wir mal schauen. Moment mal. Halt den Bastard! Weil jetzt demnächst ja auch wieder neue getan. Spiele rauskommen. Ich bin genau hier, soll Wow. Sehr schön. Jetzt plündern wir die einmal. Aber vielleicht werde ich Syndicate trotzdem danach starten nach Unity und das dann einfach so ein bisschen als Let's Play-Projekt am Rande laufen lassen. Also sprich, dass jetzt nicht jeden Tag eine Assassin's Creed Syndicate-Folge dann kommt, sondern immer so dazwischen, so alle 2, 3 Tage eine oder zwei Folgen. Ja, einfach so, dass halt der Hauptfokus dann ist wieder auf den neuen Spielen und nebenbei halt noch was Altes so parallel läuft. Bin ich noch am gucken, wie ich es machen möchte. Weil auf jeden Fall habe ich jetzt irgendwie durch Unity Lust bekommen, so langsam mal einfach die ganzen Assassin's Creed-Teile mal noch hier auf meinem Kanal zu spielen. Also das wird dann vielleicht Syndicate machen als nächstes. Also denn Syndicate ist ja der Nachfolger Meiner, von Unity. jetzt reicht es da drin. Und danach machen wir dann einfach mal Assassin's Creed 2, Revelations, was gibt's noch? Brotherhood 3 und so. Moment mal. Halt die Teile, die einfach noch fehlen Was auf war meinem das? Kanal. Ich kann alle mal noch Let's Playen. Aber da muss man halt natürlich auch Du? sagen, Willst ja, du die ganze die Nacht Assassin's rumheulen Creed und jammern? Spiele sind Verschwendung natürlich auch meiner Spiele, Zeit. die gehen halt schon ein bisschen länger, wie ich finde, ja. Und jetzt muss ich gerade erstmal überlegen, wie wir uns den dort hinten wegholen. Am besten warten wir erstmal, bis der hierher kommt. Bam. Jetzt kann Oh, ich jetzt habe den ich ihn vielleicht auch noch hier. gut wegholen. Ja. Hallo, ich will hier hoch. Beobachtet sie, Männer! Gott wird euch strafen! Jawohl. Keine Bewegung! Gut, und jetzt muss ich gerade mal was schauen. Hier hinter dieser Wand. Wenn Sie irgendwas planen, Da ist ein schießt mich an! Ziel. Dann gehe ich auf die Wie Guillotine! komme ich denn zu dem hin? Gar nicht scheinbar von hier aus. Und ansonsten sind hier unten noch Keine drei Tricks! Ziele Das und ist da ganz oben unmenschlich! dann. Deswegen, ich weiß gerade wirklich noch nicht, wie wir als nächstes vorgehen hier. Nicht bewegen! Da hinten ist auch noch ein Schütze, wenn wir dort schauen. Es wäre eigentlich Keine wichtig, dass hektischen der Schütze dort Bewegungen! erstmal weg ist. Obwohl, wir können ja auch hier erstmal reingehen. Ihr Hurensöhne! Ruhe! Kommt schon. Verdammt! Was für eine Sauerei! Ruhe! Macht es euch nicht schwerer Halt! als nötig! Nochmal runter hier. Da bist du ja! Schüttelt mich nicht ab! Ich will eure Hände sehen! Monster! Sieh dir diese feinen Pinkel an! Wette, die haben nicht von Wasser und Brot gelebt! Moment, ich hole mir erstmal Haltet den sie im hier. Auge! Bastarde! Ich glaube, jetzt sind wir sowieso aufgeflogen. Gut. Jetzt erstmal die hier wegmachen. Jetzt bist du dran. Na los. Und da oben ist ein Schützer. Ich fang dich sowieso! Ich weiß nicht, unter Da wem müssen ihr wir lebt, aufpassen. Dankt mir, indem ihr diese Mauern erreicht und das Töten beendet. Oui, Monsieur. Gut, der Schütze ist jetzt auch weg. Nur bräuchte ich dringend bald mal neue Munition noch mit für mich. So, und jetzt können wir dort oben eigentlich reinmachen. Komm schon.
Ja, nur bin ich hier mehr oder weniger jetzt aufgeflogen. Ich glaube, leise wegmeucheln kann ich jetzt hier keinen mehr, oder? Obwohl, da. Jawohl. Und nochmals jawohl. Das ist sehr gut gelaufen hier. Jetzt machen wir schnell weiter. Aber erstmal müssen die hier wieder durchsucht werden. Na, kann ich euch falsch freilassen? Ne, geht nicht. Komm, weg mit dir. Was haben wir hier für eine schöne Kiste? Auf der anderen Seite? Ah, wir gucken mal. Moment. Voila. Kann das sein, das ist gar keine Kiste? Na, ich guck mal hier rüber. Irgendwie nur eine leere Zelle. Aber nun gut, es muss auch mal leere Zellen geben. Halli, hallo. Okay, das ist, denke ich mal, irgendwie ein Kommandant oder so gewesen. Schätze ich wegen seinem besonderen Hut. Oh, hi. Jawoll. Beste. Alter. Der ging gerade eigentlich recht gut vor, wie ich finde. Also da muss ich mir mal selber ganz kurz auf die Schulter klopfen. So, ich weiß nicht, ob man das gehört hat. In der Aufnahme. Aber, ja. So. Machen wir mal weiter. Erstmal die Hocke. Haltet stand, Männer! Macht sie nieder! Beschützt die Gefangenen! Tod den Verrätern! Lasst sie zurück! Vive la Revolution! Bleibt ruhig! In die haltet die Reihe! Das war's für dich, Arno! Dreckskerl! Ich bin nicht auf der Reihe! Macht dir nichts daraus! Was ist das diesmal? Das ist uns alle! Vielen Dank für eure Hilfe. Oh, da hinten geht's weiter. Was war das? Etwas ja, warten. Noch eine? Er ist nicht hier. Guter Junge. Kommt, Leute, nach oben. Ach, was soll's. Ja, schön, wenn der eine hierher kommen würde, damit ich den wegmeucheln kann. Komm schon. Jawohl. Sehr schön, sogar beide weggemeuchelt. Oh, da drüben sind noch welche. Die sollten unsere nächsten Ziele sein. Jawohl. Jetzt alle wieder durchsuchen. Ja, wir brauchen das ganze Kleingeld. Wegen Verbesserungen und so weiter. Hier drüben hätten wir noch ein Fenster, da kann ich gleich rausklettern vielleicht. Ah, das ist super, kaputt gegangen. Nochmal. Perfekt. Gut, jetzt bin ich hier. Jetzt muss ich nach oben mehr. Immer weiter. Oh, das hat mir noch so gefällt. Das ist super, das gefällt mir gerade überhaupt nicht. Das sind alles Schützen. Hallo. Hier oben einmal eine Runde entlang machen, würde ich sagen. Ist er in dem verfluchten Nebel verschwunden? Du gehörst mir! Hey! Bleib stehen! Oder ich leg dir meine Beine ab! Sehr gut gemacht.
Hallo, geh doch mal hier durch. Perfekt. So, jetzt haben wir es erstmal etwas sicherer hier. Ich denke, wir nutzen jetzt mal so eine Berserkerklinge. Ja, natürlich habe ich wieder keine dabei. Nehme ich halt die ganz normale. Da die nicht so eine hohe Reichweite. Wirklich ein bisschen problematisch. Weil die haben halt alle Schusswaffen gerade hier. Deswegen ist das jetzt gerade wirklich nicht so einfach hier, wie wir jetzt hier vorgehen als nächstes. Ich denke erstmal hier oben eine kleine Runde lang rennen und dann einen von oben aus weg machen. So, jetzt ist immerhin erstmal ein Schütze hier weg. Jetzt muss ich gucken, wie ich das weiter hier mache. Jetzt bist du dran. Jetzt sind zwei weg. Immer schön die Anzahl von denen hier weiter verringern. Ist hier gerade unten wäre noch eine Kiste gewesen. Da würde ich dann eigentlich gerne nochmal hinwollen. So, dich habe ich erstmal weggemäuschelt. Jetzt mäuschel ich dich noch weg. Und jetzt sind es wirklich gar nicht mehr viele hier. Jetzt können wir ruhig offensiv vorgehen. Du kannst die Revolution nicht aufhalten. Ich liebe eine schöne Jagd. Komm schon. Wo bist du? Dann los. Achtet auf eine Falle. Da eine hinter mir. Komm. Das ist auch mein Hauptziel. Den erstmal schön drauf gehen. Sehr schön. Jetzt habe ich dich. Nimm das. Wenn ihr Befehl habt, uns aus diesen Hallen zu entfernen, dann müsst ihr auch Gewalt anwenden. Denn wir beugen uns niemandem außer Bajonetten. Ah, aber verwalten bedeutet regieren. Und regieren bedeutet herrschen. Das ist der Kern unseres Problems. Monsieur Mirabeau? Erbärmlich. Oder? Verdient Frankreich nichts Besseres? Wie war das? Erledigt im Boot. Oui, macht hier sauber, schnell. Ich sagte doch, ich bringe ihn zum Reden. Sehr gut gemacht, Kapitän. Marie? Der Preis für Getreide ist höher als je, Großmeister. Unsere Agenten sind vor Ort, um die Lieferung zu den Docks umzuleiten. Sie warten nur auf euren Befehl. Gut. Hungert sie aus. Durch Hunger und Gewalt werden sie ihre falschen Herren als solche erkennen. Aber seid vorsichtig. Was ihr vorschlagt, dauert mindestens ein Jahr, Großmeister. Wenn nicht zwei. Gut, jetzt müssen wir nur noch aus dem Gebiet fliehen. Lass uns mal doch ganz hoch klettern. Komm. Na, sehe ich hier einen hübschen Haufen, wo ich reinhüpfen kann? Tatsächlich nicht. Dann einfach so hier nach unten. Let's go. Na super, das überlebe ich aber nicht. Aber hier drüben müsste es eigentlich noch besser gehen.
Die hole ich mir einmal, die Kiste. Jawohl. Und jetzt auf zur nächsten Mission. Da machen wir nämlich jetzt direkt nochmal weiter hier. Hallo, ich habe euch nichts getan. Warum greift ihr mich jetzt an? Ich habe euch nur nicht mit Absicht angerempelt, meine Güte. Ihr solltet dringend mal irgendwie ein Anti-Aggressionstraining machen, also meine Güte. Bam! Und das. Und weg hier. Sitzt dir die Hose etwa zu eng? So, jetzt warten wir erstmal hier. Der wird eh gleich auf uns zu suchen. Wir könnten den aber auch eigentlich noch mit ausschalten. So ein Problem ist der Dude dort hinten nun auch nicht. Ich hole den mir, glaube ich, gleich noch. Obwohl, nee, jetzt hört er auf. Gut, Quest starten. Was weißt du über Getreidehändler? Freue mich auf dich zu sehen. Die meisten von ihnen sind derzeit sehr arm. Warum? Ich habe eine Spur zu Jana. Er lässt eine Frau namens Marie Getreide aufkaufen und leitet es zu einem privaten Dockort. Marie Levec? Du kennst sie? Die Levec sind seit dem dritten Kreuzzug Templer. Marie war die Einzige, die gegen Germains Exil stimmte. Überrascht mich nicht, dass sie zu ihm hält. Hast du eine Ahnung, wo wir sie finden können? Nicht direkt, nein. Aber das bisschen Getreide, das zurzeit Paris erreicht, wird an den Docks am Hôtel de Ville entladen. Klingt gut. Dort beginne ich. Vielleicht finde ich etwas über Madame Levec heraus. Hey, kommt hierher zurück! Ihr habt den Keil verpasst, ihr Deppen! Wo wollt ihr denn hin? Dann verfolge ich eben mein Boot. Alles klar, dann verfolgen wir das Boot. Habe ich auch kein Problem mit. Ist sogar mal abwechslungsreich hier. Halt! Halt! Los! Halt! Warum so schüchtern? Ich will dich nur verprügeln! Na, wo fahren die hin? Ne, irgendwie macht das Verfolgen hier gerade echt Lust. Wow. Komm hier rüber! Ich gebe dir meine berühmte Zahnexplosion! Wir müssen dringend etwas Tempo hier aufholen. Weil die sind recht weit vorne.
Okay, die halten wir jetzt an. Achtung! Verzog die Bugleine! Kapitän! Gibt es Probleme? Nein, Madame. Habt ihr eure Befehle? Hier, Madame. Gut. Und mein Befehl lautet, euch zu erinnern, dass einer der Säcke undicht ist. Ja, Madame. An die Arbeit! Alles klar. Jetzt holen wir uns mal die Befehle von denen. Was ist das denn? Mal sehen, ob ich hier jetzt gleich einen offensiven Kampf anstreben werde. Aus dieser Klemme kannst du nicht klettern! Lasst euch nicht reinlegen! Wohin, Mistkerl? Wohin? Ja, na los. Das kann nicht sein, ich bin... Nimm das. Sehr gut. So, zwei sind wir schon mal losgeworden. Ja, du dort hinten brauchst gar nicht rennen. Nein, so nicht. Oh doch, so doch. Komm. Sehr gut. Hallo, geh doch nicht hier in Deckung. Ich und das Gameplay manchmal, ja, das ist wirklich keine gute Freundschaft. Du kannst nicht ewig davonlaufen. Hallo? Fall doch um. So, Alarm haben wir immerhin noch nicht ausgelöst. Immerhin ein was Gutes. Hole ich mir erst mit den Schützen dort oben. Gut, als nächstes auf die Alarmanlage ausschalten. Kann ich das kleine Stückchen nicht so rüber machen? Ich erwisch dich schon, du Rechter! Fragen über Fragen. Hier kommst du nicht! Du Geduld! Wo ist der hin? Na, hab ich dich! Was hast du so aufgebracht? Halt dich! Verräter wie dich auszuweisen, das ist meine hehre Aufgabe, du Made! Ich bin keine Made. Obwohl. Du kannst nicht entkommen! Du kannst dich nicht verstecken, Ratte! Eine kleine Made. Ich reiße dir deine freche Zunge raus! Komm, geh mir aus dem Weg. Dankeschön. So, her mit eurem ganzen Zeug. Jawohl. Jetzt einmal hier durch. Und weg. Na, wo gehen wir lang? Ich denke hier. Gebiet einmal schnell verlassen.
Juhu. Schnappt ihn! Ich bin genau hier, Sonnenschein! Da! Na los, hört auf. Ja, hört auf. Danke. Vielen Dank. Das war sehr freundlich. Das hätten wir damit geschafft. Und ich denke, wir machen noch eine Quest. Das Palais du Luxembourg, hm? Was genau hast du da vor? So, nächste Quest ist dort hinten. Halt, wir helfen erstmal der Person hier. Hier, geht weg. Und lass die Leute in Ruhe. Los, her mit deinem Zeug. Und weiter geht's. Und wir müssen dringend wieder mal einen Händler aufsuchen. Aber erstmal geht's hier hinter. Ich lasse mir so etwas von stinkenden Bauern wie euch. Marie-Levecques Männer entluden die Kähne und brachten das Getreide zum Palais du Luxembourg. Wenn das Volk glaubt, dass die königliche Familie in Notzeiten Nahrung hamstert. Aufruhr. Genau das, worauf Germain es abgesehen hat. Madame Levecque gehört dir. Ich suche das gestohlene Getreide und schaffe es weg, bevor es jemand findet. Sei nur vorsichtig. Lass dich nicht schnappen. Hilfe! Hilfe! So helft mir doch! Rück das Pulver raus! Was sollen wir tun, Michel? Könnte ich diese Wache nur in die Finger kriegen? Herrliche Feier! Ihr habt euch selbst übertroffen. Merci. Und nun entschuldigt mich, ich muss meinen Mann sprechen. Schwer, alter Mann. Helft mir! Los, schon runter. Gib uns das Pulver, bevor wir... Anti-revolutionärer Bastard!
Sehr gut. J'ai déjà eu mon content d'ennui. Merci bien. Merci, monsieur. Seid ihr wohl auf? Alles gut. Wenn ich für meinen Schutz verspreche, es liegt mir fern, einen Künstler in Not zu ignorieren. Was ist uns geworden, Michel? Wir schicken dich auf die Galeeren. Und es war doch nur ein Leibbrot. Wollt ihr alle kämpfen? Männer hier haben dasselbe getan. Oder weniger. Los, fall um. Der hält ganz schön viel aus. Jawohl. Ja, und ich brauche dringend wieder mehr Vorräte. Also ein Händler wäre ja vorher wirklich noch gut gewesen. Aber nun gut. Das gehört dir. Komm schon, hol den Schlüssel und lass uns hier raus. Bei den Zellen ist alles in Ordnung? Ja. Ne, das schaffe ich nicht. Ich brauche den Schlüssel. Da werde ich mich wohl hier durchkämpfen müssen, denke ich. Moment, andererseits, ich habe eine Berserkerklinge endlich wieder mal. Dann mache ich die einmal an dich ran. So. Stimmt etwas nicht. Ah, super. Das schöne Ding ging auch noch daneben, aber hey, immerhin hat die andere getroffen. Das ist die Hauptsache. Genau so, zermürbt. Jawohl. Du gehörst mir. Perfekt. Jetzt können wir die Zellen erstmal öffnen. Und auf jeden Fall gut gewesen vorhin hier die ganze Sache mit der Berserkerklinge. Klar, die eine ging daneben, aber die andere hat gesessen und konnte dort hinten erstmal wenigstens ein bisschen für Unordnung sorgen. Los, immer weiter. Na los, muss das Ding eröffnen. Los, los! Jawohl. Jetzt haben wir hier unten auch so ordentlich viel Ablenkung. Jetzt brauche ich auch noch auf den Wachmann hier weg. Komm. Und danach geht's rein in das Gebäude. Los, ich will jetzt endlich dort reingehen. Da hinten kommt noch mal mehr. Ausweichen. Ja, da habe ich ein bisschen falsch agiert. Aber ich muss auch sagen, irgendwie hat die Ablenkung gerade auch nicht so viel gebracht. Also dafür, dass ich die alle dort befreit habe, haben die selten irgendwie jetzt gerade hier Gegner ausgeschaltet. Wenn man darauf geachtet hat, so ein bisschen. Gib uns nur das verdammte Pulver! Wir haben keine Zeit für sowas.
Aber nun gut. Müssen wir das halt nochmal machen. Aber was ich ein bisschen blöd finde, ist, dass wir das Ganze nochmal von vorne anfangen müssen hier. Das ist ein blöder Checkpoint, also... Wirklich, das ist wirklich ein sehr blöder Checkpoint. Merci, Michel. Seid ihr wohl auf? Alles gut. Wenn ihr für meinen Schutz sucht, verspreche ich euch ein großes Spektakel. Es liegt mir fern, einen Künstler in Not zu ignorieren. Wir machen es ein bisschen anders diesmal. Moment, achso, muss ich die hier wegmachen. Hier kommen noch mehr von uns. Eine Bande, hallo. Komm. Du gehörst mir! In seinen Rücken, was er nicht will! Das wirst du bereuen! Du gehörst mir! Nimm dir den verfluchten Kopf vom Leib! Los, hau zu! Jawohl! Das sind die Letzten! Ja, ich denke jetzt, diesmal schaffen wir das besser hier. Wir müssen den hier noch ganz kurz verteidigen. Das haben wir eben nicht gemacht. Wir hatten den ja nur kurz mehr oder weniger gerettet von den zwei Wachen. Und haben das hier nicht gemacht. Für dieser Eskorte. Ich wünschte, ich könnte euch angemessen entlohnen. Nicht nötig. Diese Ablenkung ist schon mehr als genug. Was war das? Ach, nichts. Hey, ich sehe sogar, hier hätten wir nochmal einen Händler. Dann tun wir einmal hier ganz fix was holen. Und danach passt das doch alles perfekt hier. So. Alles auffüllen. Dann holen wir noch Medizin. Phantomkling, ja, Berserkerkling holen wir noch. Und dann war es das aber auch hier. Weil ich will nicht alles an Geld raushauen. Ich will zwar auch nochmal schauen wegen der besseren Rüstung, aber nicht jetzt. Jetzt möchte ich erstmal die Mission beenden hier. Mit mehr Schüssen habe ich jetzt auf jeden Fall einen ordentlichen Vorteil jetzt erstmal hier. Den hier. Ja, so ist es sehr gut. Komm. Ist der hier dran? Hallo, lass mich doch mal in Ruhe. Wo kommst du überhaupt her? So, her mit deinem Zeug. Die Glocke ausmachen. Push, weg mit euch beiden. Ey, ihr beide nervt. Wisst ihr das? Haut ab einfach. Bam. Bleib liegen und sei still. Jetzt rein hier. Okay, eine Sache muss ich nochmal von vorhin zurücknehmen, denn es hat scheinbar das gespeichert, dass ich hier die Leute befreit habe. Okay, das wusste ich nicht. Also war das ja doch mehr oder weniger eine Art kleiner Checkpoint, den es dort vorhin gemacht hat. Also dementsprechend muss ich diesen Kritikpunkt zurücknehmen. Schien halt alles so zuerst, als ob es hier so wäre, als ob ich das Ganze von vorne wieder neu angehen muss. Weil das mit der Kutsche und so.
und die Wachen jetzt dort vorne auch wieder da standen, aber nee. Rest hier hat's gespeichert, was wir hier drin schon so gemacht haben. Das finde ich auf jeden Fall gut. Oh, oh. Moment. Ah, was? Komm zurück. Achtet auf Finden. Jawohl. Ja, Moment, ich muss noch was anderes ausrüsten. So. Hallo, hier sind so viele Menschen im Weg. Die müssen schon die Kräfte schwinden. Kannst du nichts? Wohin willst du denn fliehen? Da! Ich bin genau hier, Sonnenschein. Was war das? Stirb wie ein Mann! Du gehörst mir! Ich müsste am besten irgendwie jetzt nochmal schaffen, die Berserker-Klinge hier abzufeuern. Ja, wow. Ich glaube, das war es jetzt hier nochmal für mich. Ich will die Gegner nicht anvisieren. Aber das Spiel macht das ja automatisch hier in dem Teil noch. Wir müssen wirklich erstmal ein Stück zurückrennen. So, warte hier. Ja, sehr gut. Jetzt hoffen, dass der Heilung dabei hat. Also am besten jetzt eigentlich nochmal die Berserker-Dinger abfeuern. Das war gut gemacht. Komm, hat Medizin wieder dabei. Jawohl, der hat Medizin. Du kannst nicht entkommen. Natürlich kommt der Gegner lieber zu mir. Das hat seinem Mann dort zu helfen. Gut, jetzt wieder nach oben machen und dann haben wir das eigentlich geschafft, denke ich. Sofern jetzt hier nicht nochmal irgendwie ganz viele Gegner kommen. Hi. Vergiss nicht, was ich dich lehrte, Marie. Oui, Mama. François Thomas Germain. Wegen Verbrechen gegen den Templerorden werdet ihr verbannt. Jeder, der dem Exilanten Schutz bietet, wird sein Schicksal teilen. Narr, der Monet spricht zu mir. Ich kenne seinen Willen, Delasherre. Delasherre! Milady, Besuch für euch. Ich brauche eure Hilfe, Marie. Ihr hattet recht. König Ludwig hat mit allen möglichen Leuten gesprochen.
In einem Atemzug verschwört er sich gegen die Revolution. Im nächsten verspricht er, bei ihrer Umsetzung zu helfen. Gut. Ihr könnt diese Informationen an die richtigen Männer weiterleiten, Monsieur Le Pelletier? Natürlich, Großmeister. Mit diesen Beweisen hier ist die Verurteilung des Königs gewiss. Okay, los, wir müssen nur noch hier raus. Hier hinten ist dein Ausgang. Ja, natürlich klettert er hier hoch. Das heißt ja durch. Lauf! Oh, da wird schießen. Hier rum. Renn. Den wegmachen, den aus dem Weg. Los, renn! Wir müssen nur noch dort hinten über den Zaun drüber. Komm schon! Jawohl! Geschafft! Jawohl. Gut, und an der Stelle jetzt hier können wir dann, denke ich, auch Schluss machen. Quest ist ja noch geschafft. Obwohl, ja, ich denke, bevor wir Schluss machen, holen wir uns noch kurz eine Verbesserung hier bei den Fähigkeiten. Ach, geht noch nicht. Wir müssen noch etwas weiter vorankommen in der Story. Die andere Sache, die es jetzt hier gerade so gibt, reizt mich nämlich nicht so sonderbar. Obwohl, gibt es bei Schleichen noch irgendwie einen neuen Kill? Ja, Umgebungsuntertauchen wäre vielleicht nicht verkehrt, aber muss auch nicht sein. Ne, da warten wir, denke ich, noch. Gut, dann machen wir jetzt Schluss. Lasst gerne ein Däumchen da und ja, Leute, tschüssi.